yeah, Elektrostadt. So, Kinders, Klassenarbeit in 3, 2, 1, jetzt die Blätter umdrehen. Oh, was haben wir denn da Schönes? Ich glaube, das ist eine Konstantstromquelle. Ja, ich tue jetzt besonders schlau hier, aber sagen wir mal ganz ehrlich, vor ungefähr 2 Wochen hatte ich noch keinen Dunst, was das hier ist. Und dann habe ich ein Video gesehen auf YouTube, in dem versucht wurde, das zu erklären. Leider wurde es auf eine Art und Weise versucht zu erklären, wo ich hinterher genauso schlau war wie vorher, nur irgendwie interessierte. Hat dann dazu geführt, dass ich ein bisschen recherchierte, aber jetzt habe ich es gerissen. Und weil ich es gerissen habe, zeige ich es jetzt euch. Genau. Wofür braucht man sowas? Normalerweise, wenn man so eine LED irgendwo ansteuern will, ne, so wie diese LED 1 hier, dann würde man sich das ganz einfach machen. Da macht man Strom dran, dann kommt die LED, dann packt man so einen Vorwiderstand davor und ab an die Masse. Das ist gut und schön, hat aber ein paar Nachteile. Erstens, wenn man mehr als eine LED dahin tun will, dann muss man sie parallel schalten und jeder einen eigenen Widerstand geben. Oder man muss den Vorwiderstand für die Gesamtspannung aller LEDs, die man in Serie schaltet, berechnen. Und wenn dann eine LED durchbrennt, fackeln alle durch, weil der Widerstand nicht mehr passt. Und ist eckelig, ohne Ende. Das heißt, wenn man sowas machen will, wie mehrere LEDs betreiben oder auch an schwankender Spannung LEDs betreiben oder LEDs, bei denen man nicht genau weiß, wie ihr Spannungsdrop ist, dann wäre es doch eigentlich geil, wenn man sagen könnte, ja, also du, ich hau jetzt hier irgendwie Spannung dran und dann will ich das hier genau, was weiß ich, 20 mA rauskommen und wenn ich mehr LEDs dazu stecke, soll das wurscht sein, dann egal, Hauptsache, da laufen insgesamt 20 mA durch. Ja, genau das ist eine sogenannte Konstantstromquelle und die habe ich hier mal so mit Igel zusammengezeichnet, weil die Sache ist die, es ist total primitiv, wie das Ding funktioniert. Man muss es nur einmal so erklärt bekommen, dass man es rafft und daran versuche ich mich jetzt mal, okay? Also, das hier besteht im Grunde genommen aus 2 Teilen. Der erste Teil ist ganz einfach, den hat jeder von euch wahrscheinlich schon mal irgendwo hingekriegt. Und zwar ist der erste Teil im Grunde genommen nur diese Leitung hier. Will heißen, wir wollen dafür sorgen, dass dieser Transistor hier volle Möhre durchschaltet und einfach sich, ja, ich sage jetzt mal, letztendlich wie ein glorifiziertes Kabel verhält. Ja. Und dafür brauchen wir nicht sehr viel. Wir brauchen nämlich eigentlich nur hier so eine Spannung, die im Vergleich zu der Emitterpotenzial-Dingsbums hier halt positiv ist. Und da muss hier so ein bisschen Strom fließen. Und wenn hier so ein bisschen Strom fließen kann, dann kann hier ganz schön viel Strom fließen. Ja. Ich sage es euch gleich, wie viel Strom hier fließt, begrenzen wir nicht etwa über den Transistor und über Verstärkung und so ein Kack, das wäre alles viel zu umständlich. Der Trick ist viel geiler. Fürs Erste wollen wir nur, dass der Transistor einfach mal komplett aufmacht. Mit Teil 1 haben wir jetzt eigentlich erstmal nur dafür gesorgt, dass wir hier sowas wie eine reine Kabelleitung durch haben. Also wir ignorieren jetzt nochmal hier das Ding und das Ding. Sondern wir stellen uns vor, wir hätten hier nur die LED und den komplett aufgemachten Transistor und ja, das würde abbrennen. Klar, ne? LED ohne Vorwiderstand macht Puff. Gut, jetzt brauchen wir Vorwiderstand. Und an der Stelle wird das ganze Ding wirklich witzig, finde ich. Nämlich, wir haben hier hinten eine 10er-Diode. Das ist eine 3,3 Volt 10er-Diode in Sperrrichtung. Ne? Ich meine, der geneigte Diodenbenutzer hat gemerkt, dass hier der Minuspol auf der falschen Seite ist. Das ist aber auch gut so. Weil wenn man nämlich so eine 10er-Diode hat und man macht sie gewissermaßen Fallstumm in seinen Schaltkreis rein und man legt hier eine Spannung an von hier nach hier, die höher ist als das, was hier steht, dann sorgt die 10er-Diode dafür, dass die Spannung von hier nach da genau ihre, was auch immer hier steht, ist. Klingt wie schwarze Magie, ich habe auch ehrlich gesagt keine fortgeschrittene Ahnung, wie es genau funktioniert, aber es ist genau das, was wir haben wollen. Daraus ergibt sich nämlich, dass wir hier eine Spannung von 3,3 Volt haben. Und wenn wir hier oben zum Beispiel 12 Volt anlegen, dann bedeutet das, ich meine für jeden, der so einigermaßen rechnen kann, dass über unseren Widerstand hier 12 Volt minus 3,3 Volt sind eine im Sinn, sagen wir mal so, ungefähr 8,7 Volt noch hier sind. So.
Hier fallen also 8,7 Volt ab und hier 3,3. Okay. Jetzt ist es ja so, bei so einem Transistor hier, ne, ist ja hier diese Strecke so ein bisschen wie so eine Diode zu verstehen. Ne? Das heißt, von hier nach hier gibt es einen Spannungsabfall. Der Spannungsabfall ist hier, und das habe ich einfach mal nachgemessen bei meinem Transistor, steht nämlich, glaube ich, bei dem nicht im Datenblatt, aber der Spannungsabfall, der hier rauskommt, sind ziemlich genau 0,64 Volt. Ja? Das heißt, dass wir hier über diesem Widerstand eine Spannung haben von 3,3 minus 0,64 sind 2,66 Volt, ja, zwangsweise. Und damit können wir plötzlich anfangen, Sachen zu berechnen. Jetzt habe ich doch nicht den Whiteboard-Erklärbär angegeben, sondern ich mache es einfach hier am Papier, weil es gerade so schön ist mit euch. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt einfach mal nach dem Ohmschen Gesetz vorgehe und wenn ich sage, hier mein R1, ich will, dass durch diesen R1, sagen wir mal, 20 mA fließen. Ja, dann haben wir hier U gleich R mal I. Ja, das heißt, wir haben 2,66 Volt, sind gleich unser mysteriöses R1 mal 0,02 Ampere. Ja, minimal umgestellt, das heißt, unser R1 ist gleich 0,02 Ampere geteilt durch 2,66 Volt. Stimmt das? Ja, stimmt nicht. Schau. Das passiert, wenn man Informatiker Mathe machen lässt. Ach Gott, für sowas gibt es doch Programme. Selbstverständlich ist R1 gleich 2,66 Volt geteilt durch 0,02 Ampere. Ja, ist ja ganz einfach. Ja, das Berechnen überlasse ich jetzt mal lieber hier dem Taschenrechner, den das Zauberpony mir geschenkt hat. Na, dann schauen wir mal, dann haben wir 2,66 geteilt durch 0,02 ist gleich 133. Ich habe keine 133 Ohmwiderstände, dann sage ich mal, ich nehme 150. Ja. Sagen wir mal, R1 sind 150 Ohm. Ja. Wenn R1 150 Ohm sind, ja, das können wir jetzt auch einfach nochmal kurz gegenrechnen, ja, dann schauen wir mal, was kommt denn da tatsächlich noch an Strom raus. Dann haben wir 2,66 gleich 150 mal I. Jetzt mache ich es aber richtig, dann haben wir 2,66 durch 150. Ja, mein Zettel, Dings, geteilt durch 150 ist gleich I. 2,66 geteilt durch 150 ist gleich, ja gut, 18 mA. Ne? Das ist okay für eine LED. So, das heißt, wir wissen also, hier gehen, wenn ich hier 150 Ohm hinschreibe, gehen hier 18 mA durch. Ja, wo kommen die 18 mA her? Die kommen natürlich von hier. Das heißt, durch meine LED fließen auch 18 mA. Geht gar nicht anders. Und wieso ist das geil? Naja, weil in der ganzen Rechnung, die wir hier hatten, die 12 Volt gar nicht vorgekommen sind. Der Spannungsabfall von der LED ist auch nicht vorgekommen. Und das Einzige, was wir wirklich jetzt noch haben, ist eine feste Spannung, die hier durchgeht. Egal, wie viel Spannung ich hier droppe, also wie viele LEDs ich hier hin tue. Egal, wie viel Spannung ich hier oben reinpacke. Ist alles völlig Wumpe. Und zwar wegen dieser geilen Eigenschaft von dem Transistor, dass die Spannung, die hier drüber geht, letztendlich, also dass die Spannung, die hier unten ist, ja, die hängt einfach nicht davon ab, was hier oben abgeht. Die kann nicht größer werden als das, was hier an der Basis anliegt. Und einfach dadurch, dass die Emitterspannung nicht höher als die an der Basis anliegende Spannung gegenüber hier, ne, Emitter sein kann, haben wir hier diese konstante Stromquelle. Finde ich total knorke. Ja. Sieht jetzt auf dem Papier total super aus, aber schon wenn man in diese Ecke hier schaut, weiß man, dass man mir nicht restlos vertrauen kann. Was machen wir also? Wir schauen uns das mal in echt an. Das hier ist schon die ganze hyperkomplizierte Angelegenheit. Ich zoome euch da sogar noch mal ein Stück rein. So, seht ihr da noch ein bisschen mehr. Die Teile, die wir haben, sind im Grunde genommen genau die von gerade eben. Ja, wir haben hier unten die 10er-Diode, 3,3 Volt 10er-Diode. Dann haben wir hier den 150 Ohm Widerstand. Hier daneben habe ich einen 22 Kilo Ohm Widerstand. Wieso 22 Kilo Ohm?
Ja, weil das Ohmsche Gesetz mir ziemlich genau sagt, was ich machen muss, um diesen Emitter hier komplett durchzuschalten. Den R2 hier auszurechnen, ist keine große Kunst. Ich habe ja gesagt, hier so die Verstärkung von dem Ding liegt ungefähr bei 100. Das heißt, wenn wir wollen, dass hier 20 mA durchgehen, das ist ja, was wir ungefähr so wollen, dann muss hier ein Hundertstel davon durchscheppern können. Ja? Das wären dann eben ein Hundertstel von 20 mA, sind 0,02 Ampere, wären 20 mA. Ne? Ja. Jab, jab. Das heißt, wir müssen 0,0002 Ampere da durchschubsen. Und weil es bei diesen Transistoren immer so ein bisschen Serienstreuung gibt, sagen wir mal sicherheitshalber, mal sicher, probieren wir es einfach mal mit dem Doppelten davon, dann ist der Transistor auf jeden Fall komplett offen. Gut. Das heißt, an unserem R2, ja, da kennen wir jetzt die Spannung und wir kennen auch den Strom, der da durch muss, und dann ist der Rest eigentlich ziemlich easy. Ja. Wir wissen ja, R gleich, umstellen im Kopf ist bei mir immer der Riesenspaß hier, also U gleich R mal I geteilt durch I ist also U durch I. Ja. Das heißt, unser Widerstand ist gleich 8,7 Volt. Geteilt durch 0,0004 Ampere. Das rechnen wir jetzt mal aus. Sind 8,7 geteilt durch 0,0004. Wären 21.750 Ohm. Und weil wir sowieso genug Toleranzen drin haben, dass wir einfach mal ein bisschen ungenauer sein können, statt dass wir jetzt ganz viele Sachen parallel zusammenlöten, sagen wir einfach, 22 Kilo Ohm. Und passt. 22 Kilo Ohm verwende ich auch in der Schaltung. Gut. Des Weiteren haben wir hier oben eine LED. Eine rote, die müsste so einen Spannungsabfall von irgendwas von die 1,7 Volt haben. Das interessiert uns aber nicht. Und die Verbindung zwischen dem Emitter meines Transistors hier, das ist dieser BC337, und der LED, habe ich jetzt über einen Satz Kabel hergestellt, weil dieses Multimeter da dran hängt. Ja. Und genau an diesem Punkt nehme ich jetzt die Kamera vom Stativ, damit ich euch alles hier zeigen kann, ohne dass das irgendwie stativiert ist. Ja, also habt Mitleid mit mir, wenn es ein bisschen zittert ist. Ich bin halt schon alt. Das Multimeter ist an, es misst Strom, allerdings fließt im Moment noch keiner. Die LED ist aus und warum? Ja, ganz einfach deswegen, weil das Netzteil noch nicht dran ist. Ich mache mal das Netzteil an. Und es gibt uns 12 Volt. Ich habe das vorher mal nachgemessen mit dem Multimeter. Die Spannung, die da rauskommt, ist tatsächlich einigermaßen genau, reicht für unsere Zwecke. Dann haben wir jetzt hier eine LED, die leuchtet. Yippie-aye. Und wir haben hier den Strom, der da durchgeht. Das sind 12 mA. Wie 12 mA? Ich hatte doch 18 ausgerechnet, Zifix. Da ist doch irgendwas faul. Ja, das zeige ich euch gleich, was da faul ist. Es ist nicht, dass ich falsch gerechnet hätte, sondern... Ja, das hat andere Gründe. Das ist jetzt übrigens gerade ansteigt. Meiner Meinung nach liegt das daran, dass die LED gerade wärmer wird. Und das ist genau dieser Effekt mit diesem umgekehrten Widerstand bei Erhitzung, der dazu führt, dass die LED durchbrennen würde, wenn man gar keinen Vorwiderstand hätte. Und das geht hier hoch. Ich habe das vorhin mal komplett ausprobiert, so ungefähr bis 12,5 und dann bleibt es stehen. Gut, wie gesagt, wir haben hier vorne, ne? Ich weiß, ich jetzt auch nochmal mache ich. Gehe hier mal runter. Ja. Ich gehe jetzt mal mit der Spannung runter auf irgendwas um die 5 Volt. Ja. Wenn ich jetzt 5 Volt hätte, müsste die LED normalerweise unglaublich viel weniger hell sein, wenn ich einfach nur einen Vorwiderstand hätte. Und da würden ganz mickerig nur was durchgehen. Was haben wir in Wirklichkeit? Wir haben immer noch fast 10 mA bei halber Betriebsspannung. Das hätte nicht geklappt, wenn wir das mit dem Vorwiderstand gemacht hätten. Alternativ. Ich gebe dem Luder mal ordentlich Puder und drehe mal die Voltage hoch auf 16 Volt. Dann sind wir bei knapp 13 mA. LED leuchtet eigentlich immer nicht viel anders hell als vorher. Das heißt, wir haben im Grunde genommen einen sehr schönen, konstanten Strom über einen ziemlich weiten Spannungsbereich. Ich meine, ja gut, ein bisschen Abweichung da, 4 mA irgendwas, aber wirklich rechnet euch mal durch, was der Unterschied mit einem Vorwiderstand wäre und ihr werdet mir recht geben, das ist deutlich besser so. Ja.
Jetzt aber die Frage, warum um alles in der Welt macht das Luder deutlich weniger, als es eigentlich soll? Das zeige ich euch gleich. Vorher gehe ich hier wieder auf 12 Volt, damit unsere Rechnung wieder stimmt. Ich brauche übrigens mal ein gescheites Netzteil, wenn jemand unbedingt eins verschenken will. Ja, kann ich mir ja gerne mal tun. Und jetzt bringe ich euch wieder auf Stativ. Ich muss jetzt nämlich ein bisschen was hier mit dem Dings machen. Was wir hier jetzt messen, ist Spannung. Und falscher Messbereich hier. Spannung im Voltbereich. Und ich habe den hier Masse-Dings einfach mit Masse verbunden. Wir messen ja jetzt nur gegen Masse. Und zwar bei dieser 10er-Diode. Ich habe vorhin gesagt, die sorgt dafür, dass die Spannung darüber immer exakt 3,3 Volt bleibt. Und damit ist die ganze Rechnung hin. So, und jetzt gehe ich hier mal drauf und jetzt schauen wir mal, was haben wir hier. Oh, 2,46 Volt. Also es gibt jetzt für mich zwei Schlüsse, die ich daraus ziehe. Das eine ist, die 10er-Diode könnte eine Toleranz haben, die hier dafür sorgt, dass das einfach deutlich weniger ist. Oder, und das halte ich für noch wahrscheinlicher, diese 10er-Dioden haben Eigenschaften, die mir depp nicht bekannt sind. Dass zum Beispiel, abhängig von der Spannung, die oben anliegt oder vom fließenden Strom oder irgendwie sowas, hier einfach was Unterschiedliches passiert. Ich werde jetzt mal zum Spaß mein Netzteil ein bisschen hochdrehen. Ich habe jetzt wieder 16,2 Volt Output, dann messen wir nochmal. Ja, und es ist ein bisschen mehr. Und das würde jetzt einiges erklären. Zum Beispiel würde das den Anteil erklären, warum wir doch nicht völlig konstant beim Strom sind, sondern bei schwankender Eingangsspannung dann doch noch so ein bisschen Instabilität haben. Das liegt letztendlich wahrscheinlich einfach daran, dass diese 10er-Diode das Verhalten hat, das sie nun mal hat. Gut, da könnte man jetzt wahrscheinlich sich behelfen, indem man statt der 10er-Diode zum Beispiel zwei normale Dioden dran macht. Dann weiß man ganz genau, da hat man 1,4 Volt Spannungsabfall. Die sind dann, glaube ich, auch nicht mehr ganz so von der Spannung abhängig. Oder man hängt eine LED rein. Da gibt es verschiedene Dinge, was man machen kann. Das Prinzip ändert sich dadurch nicht. Und seien wir mal ganz ehrlich, in dem Bereich, von dem wir hier reden, ist das okay. Also für so eine LED-Ansteuerung ist diese Schwankung in Ordnung. Also hier mit den 2,46 Volt. Ich habe es übrigens mal spaßeshalber vorhin durchgerechnet, als ich das vorberechnet habe. Wenn man hier mit 2,46 Volt für die 10er-Diode statt 3,3 rechnet, dann kommt man auch genau auf diese 11 mA, die da vorhin durchgegangen sind ungefähr. Also das hat schon alles seine Richtigkeit. Ja. Bevor wir Schluss machen für heute, zeige ich noch eine kleine Anwendung davon, statt nur die ganze Zeit zu rechnen und zu messen. Und da wird dann, glaube ich, auch ganz deutlich klar, warum das eigentlich alles ganz schön geil ist. Ja, und das hier ist genau das, was so richtig rockt. Ich habe jetzt hier nämlich einfach noch LEDs dazugesteckt, eine rote, eine grüne und eine blaue jetzt auf dem Steckbrett. Und obwohl die in Serie hintereinander hängen und ich ansonsten nichts geändert habe, fließt genau der richtige Strom für das ganze Geraffel. Und ich kann jetzt mal hingehen und hier unten die Stromversorgung an andere Stellen packen, zum Beispiel mal nur die rote leuchten lassen oder die rote und die grüne oder wieder alle beisammen. Und da sieht man, dass sich der Strom, der da fließt, wirklich nur marginal ändert dabei. Und das ist der ganz große Vorteil, dass man eben unterschiedliche LEDs, die eben auch so unterschiedliche Schaltspannungen haben, wie jetzt hier die rot, grünen und blauen, kann man halt einfach alle hintereinander stecken, lustig wie man ist, ohne dass man sich jetzt darum kümmern müsste, jedes Mal die Vorwenderstände, die man hat, neu zu berechnen. Und das ist ziemlich cool, finde ich. Und das wollte ich euch dann deswegen auch mal zeigen. Ja. Ich werde auch demnächst mal ein neues Video mit dem RackBuddy machen, wo man sieht, wie es da weitergeht. Ich fürchte allerdings, dass im Moment mein Basteltrieb durch wichtige kulturelle Verpflichtungen ein bisschen eingeschränkt ist. Ich mache gerade andere Sachen. Und deswegen kann es eventuell ein bisschen dauern, bis der RackBuddy fertig wird. Aber irgendwas finde ich schon, was ich euch zeigen kann. Insofern, ja, Schüssing, ne?